Okay. Oh fuck, ey, jetzt muss ich echt hier. Lass dir nicht zu Atem kommen. Ich werde dich gerne aufsetzen. So, den hab ich. Sehr schön. Okay. Eins sabotieren. Das war jetzt ein Kampf, der war natürlich easy für mich, muss ich sagen. Also. Ich weiß nicht, also die hätten mal schwere Kämpfe reinbringen sollen, finde ich jetzt selber. Aber okay, wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. Ja, da wollte ich mich nicht unbedingt verstecken. Gut, ich habe mal damit auch nicht gerechnet, dass auf einmal dann noch mehr kam, aber okay. Jetzt oben wahrscheinlich weiter, oder? Ja. Siehste, oben noch weiter. Dann sind oben wieder Wachen. So. Und sabotieren. Sehr gut. Und dann das nächste auch noch sabotieren, wenn er mal laufen würde. Ach da. Okay. Was ist das für eine eklige Plörre, die da rauskommt? Also noch eins. Und da ist jetzt der Wächter, bitte. So ein richtiger Draufgänger. Und. Sehr schön. Mal schauen. Okay. Sehr gut. Oh Gott. Das ist aber schnell gegangen jetzt. Gut gemacht, mein Junge. Gut gemacht. Charles Darwin. Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Jacob Fry. Die Freude ist ganz meinerseits. Während Sie Unheil gestiftet haben, fand ich das hier. Es zeigt, dass eine Probe von jeder Charge in die Lambeth-Anstalt versandt wurde. Hm, ob dort gerade Besuchszeit ist? Nicht so voreilig, Mr. Fry. Es arbeiten viele Leute in Lambeth. Sie wollen doch nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen. Hm. Aber wo bleibt da der Spaß? Nicht jedes Problem kann mit gewaltigen Explosionen gelöst werden. Manchmal ist ein wenig mehr Diskretion angebracht. Es ist schon spät. Ich treffe Sie an der Anstalt, um die Nachforschungen fortzuführen. Sehr schön. Und fortfahren natürlich. Komm gleich rüber und wisch dir den Hintern mit deiner Nase ab. Geht weiter, sonst mache ich euch Beine. Ich kann ihn von hier treffen. Hübsche Visage. Oh! Oh, was ist das denn? Wieso so viele? Und tschüss. Alter, wieso so viele? Das sind... Alter. Okay, Karte. Gut, dann wollen wir mal... Ich würde sagen, wir machen das weiter, ne? Diese Mission jetzt gerade mal.
Dann laufen wir mal hin. Ja, dann. Auf, Eolingas. Lass mich doch da durch. Auf geht's. Sachte. Oh. Okay. Sehr gut. Klappt das doch noch alles. So, jetzt müssten eigentlich noch Kutschen mich verfolgen, finde ich. So wie Gangster oder sowas halt in GTA oder in Mafia. Das wäre dann noch so, wo ich sage, okay, cool. Okay, das sieht schon mal gefährlich aus. Ich sagte es bereits, Sir, ich hatte nichts mit dem anonymen Artikel zu tun. Nichts, sage ich. Das ist gelogen, Sir. Das wissen Sie. Ich habe keine Zeit für diesen Nonsens. Nonsens! Es sind mein Name und meine Reputation, die Sie mutwillig beschützen, Sir. Mein eigener Name. Ha! Ha! Verflucht! Los! Hier! Das ist Richard Owen. Ein gemeiner, niederträchtiger, erbärmlicher Schuft. Wirklich, ich hätte geschworen, Sie sind gute Freunde. Mr. Owen arbeitet in der Anstalt. Er weiß, wer den Sirup herstellt. Ihm nach! Ach ja, guck jetzt. So ein Vehikel. Dr. John Elliotson, er hat die Formel erarbeitet. Er ist der Mann, den Sie suchen, nicht ich. Hören Sie an, bitte, Sir, hören Sie auf damit. Und? War das so schwer? Geil. Ja. Handschuhvorlage verstärkt. Sehr gut. Das klappte doch eigentlich relativ gut. Kann das sein? So, was ist jetzt mein nächstes Ziel?
Habe ich jetzt eine Mission oder habe ich keine? Sieht so aus, als ob ich keine Mission mehr hätte, oder? Ja, sieht so aus, als ob ich keine habe jetzt im Moment. Das heißt, ich kann zu dem B rennen und mir eine Mission holen, die ich machen will. Schade, ich habe gedacht, jetzt muss ich irgendwas Cooles hier machen. Okay. Warum komme ich nicht rüber und verpasse eine ordentliche Abreibung? Anonym werden, was soll das denn, ey? Oh. Ja, klar. Und spielen. Ah, Jacob. Miss Fry, schön Sie zu sehen. Oh, kennen Sie Starricks neueste Lügen schon? Lügen? In einer Zeitung? Was ist mit der neuen Leitung, die Sie einrichten wollten? Oh, die bestellten Kabel sind nie angekommen. Und dann haben wir das hier abgefangen. Eine Nachricht über beschlagnahmte Fracht am College Wharf. Dann entschlagnahmen wir sie. Oh, Moment. Ein anderes abgefangenes Telegramm enthielt das Rezept für ein stark wirkendes halluzinogenes Serum. Ich passte diesen Bolzenmechanismus an ihre Armschienen an. Alec, Sie sind ein Genie. Das ist offenkundig nicht wahr. Obwohl, ich habe auch entdeckt, dass das Serum gasförmig wird, wenn man es Hitze aussetzt. Gerade als ich dachte, sie könnten sich nicht mehr übertreffen. Super. Hallo, Sirenenbolzen. Vermisste Crew. Aufspüren ist meine nächste Mission. Und 100 irgendwas Metern, das heißt... Eigentlich relativ. Boah, sieht das eklig aus, das gerade. Also nicht eklig so vom Sinne, das sieht scheiße aus, sondern so sehr. Smog. Ja, hier. Der Fabrikdampf und sowas halt, der macht die Luft umweltverpesten. Yeah. So eine Scheiße. Okay. Und dann wollen wir mal gucken. Zu, dass ihr für die richtigen Leute arbeitet, ihr Trottel. Keine Sorge, wir werden eure Kabel schon abliefern. Sie haben bloß einen neuen Empfänger. Ach so, dann prügeln die sich scheiße. Okay, dann wollen wir mal sehen. Und tschüss.